Sali. Auf Call. Der Wind, ja. Hin und zurück. Hin und zurück, ja. Ja, ist gut, ja. Ja, genau, ja. Machen wir so. Danke. Ja, danke gleichfalls. Merci. Heute Morgen bin ich 2.35 Uhr bin ich aufgestanden. Ja. Genau. Mein Dienst hat dann aber erst 4.05 Uhr angefangen. Das ist Aufstehen, zum Morgenessen und dann sich noch an Abendsort verschieben. Das braucht aber schon ein paar Minuten, bis das Fahrzeug vorbereitet ist, wenn man an den Arbeitsplatz kommt. Ich kann mal sagen, dass ich da bin. Jetzt müssen wir noch eine Bremsprobe machen vom Zug. Schauen, ob da alle Achsen am Zug auch bremsen. Dann sieht man hier auf dem Bildschirm, sieht man jetzt zum Beispiel unseren Zug mit allen Wegen drauf. Unten durch sehen wir hier, das sind alle Achsen. Die sind jetzt nicht blau hinterlegt, das heisst, jetzt ist keine Bremse angezogen. Jetzt kann ich hier Luft aus dem System rauslassen und die Achsen werden bremsen. Alle Achsen sehen wir jetzt, das sind blau hinterlegt. Ist also bremst fest. Das, was ich heute habe, ist ein typischer Arbeitsalltag. Ja. Wir arbeiten im Personenverkehr. Also das heisst, man ist immer mit Personenzügen unterwegs. Jetzt im ersten Teil des Dienstes hatte ich S-Bahn-Dienst, also S-Bahn-Züge. Heute Morgen musste ich 200 Meter Zug in Betrieb nehmen. Da ist man gute 25-30 Minuten ist man schon dran, bis man dann auch schlussendlich vorbereitet ist und mit dem Zug abfahren kann. Der Lokführer ist so oder so ist ja sehr eigentlich nicht ein Einzelkämpfer in dem Sinne. Man braucht ja das ganze System, damit das läuft. Aber der Arbeitsplatz ist doch, ich bin für mich tätig. Meine Grundlage sind natürlich die Menschen, die ich von A nach B fahre oder darf fahren. Und mein Arbeitsgerät ist eigentlich eine Maschine, kann man sagen. Also ist beides eigentlich gleich wichtig von dem her. Ja. Heute ist es einfach so, dass der Verkehr ist so intensiv auf der Schiene. Da hat man nicht stundenlang Zeit, dass ich jetzt kann sagen, ja, ich stehe jetzt mal irgendwo und dann schauen wir mal, ob der Zug da irgendwie wieder das Laufen kommt. Sondern Druck kommen dann gerade von allen Seiten und man muss eine Entscheidung treffen innerhalb von relativ kurzer Zeit. Und das ist dann ein Zusammenspiel mit dem Fahrdienstleiter, mit der Betriebsleitzentrale und vielleicht auch mit der technischen Unterstützung, wo wir heute auch die Möglichkeit haben, zum Anrufen, muss man dann da miteinander innerhalb von relativ kurzer Zeit eine Entscheidung treffen, was passiert. Wir sind jetzt von Zürich auf St. Gallen gefahren. Und zwar mit dem Intercity-Neigezug. Der ist von Genf her gekommen am Morgen. Das Zürich hat die Richtung gewechselt. Und wir sind dann weitergefahren auf St. Gallen. Was speziell an dieser Strecke ist, das Fahrzeug haben wir erlebt, das kann sich neigen. Und die Strecke ist auch zugelassen für bogenschnelles Fahren. Also wir können mit diesen Fahrzeugen schneller eine Kurve fahren, also mit einem herkömmlichen Fahrzeug können fahren. Das ist eigentlich noch speziell an dieser Strecke. Und zum Fahrzeiten einhalten ist es auch notwendig, dass die Fahrzeuge sich in der Kurve ein bisschen bewegen können. Das Unterwegssein ist natürlich sehr schön. Man ist immer in der Natur, also ich bin ja nicht in der Natur, ich bin im Führerstand, aber man kommt die Natur sehr gut mit über, man kommt die Jahreszeiten mit über, man kommt Nacht, Tag, Regen, Schnee, Schönwetter, Wüstwetter, da kommt man alles mit über. Auch natürlich bei diesem Beruf speziell ist die unregelmäßigen Arbeitszeiten, das muss man schätzen und das ist auch etwas Schönes vom Beruf. Man fährt, eben wie ich heute Morgen zum Beispiel, fängt man halt früh an, aber man kann dann zuschauen, zum Beispiel, wie die Reisenden morgen im Zürich Hauptbahnhof an die Arbeit gehen. Und ich bin schon mit in Dienst. Ja, das ist eigentlich so das Hauptsächliche. So, willkommen in Zürich. Wir sind dann am 12 Uhr gut in Zürich. Und dann ist mein Dienst eigentlich da für heute beendet. Ist auch zugleich jetzt auch noch mein letzter Arbeitstag von dieser Arbeitswoche. Jetzt habe ich vom Morgen weg habe ich 3 Tage Dienstfrei. Und ja, als erstes gibt es dann ein Mittagessen. So hätten wir das geschafft. Haben.